Ja, ich spiele ein bisschen Pokémon Go. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht viel. Ich finde halt die Restaurants sehr gut. Vampiano ist hier. Das eher nächste ist Krefeld und Düsseldorf. Wahrscheinlich deswegen auch hier. Und Lokmodule halt deswegen Pokémon. Leider ist es so. Ja, es ist eine schwierige Sache. Aber es ist schon, wenn die Sonne scheint, schon schön hier zu sitzen. Also ich war auch schon sehr oft mit Freundinnen hier. Hier ist nicht so viel los, wie man eigentlich glaubt. Hier gehen zwar Leute joggen, hier gehen Leute am Wochenende immer essen, aber ansonsten, Leute gehen hier lang, spazieren hier lang, aber ich glaube nicht, dass hier so viel los ist, wie man eigentlich glaubt, so wie es Duisburg einem vormachen will vielleicht. Also ich bin jetzt zwar nicht so oft hier im Innenhafen, aber wenn ich mal hier bin, sehe ich auf jeden Fall viele Leute. Und ja, wie zum Beispiel im Vampiano ist auch immer gut besucht, wenn ich mit meiner Freundin halt unterwegs bin. Und ich denke nicht, dass das einfach nur ein Zombie-Viertel ist, sondern dass hier auch wirklich viel passiert. Und ja, ich denke mal, dass einfach, das ist kein Schaubild, einfach, dass da schon was dahinter steckt. Sie versuchen es und man kommt auch jetzt eher hier hin, um was zu trinken. Aber da bei uns halt das Problem ist, wir kommen jetzt zurück und die Busverbindung nicht ganz so passt. Es ist so ein Mittelding. Es ist schöner geworden. Es ist auch ein schöner Ausblick. Aber so wirklich der Grund, um immer hier hinzukommen, ist es auch noch nicht. Ich würde mich da anschließen, dass es eigentlich kein richtiges Szeneviertel ist, aber irgendwie halt schon mehr ist, als irgendwie bei uns in der Gegend geboten wird, sag ich mal. Und man deswegen halt immer mal wieder hier hinkommt, eigentlich ganz nett ist, aber ja.